herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind ja hier immer noch in Badlands unterwegs, um ein bisschen aufzuräumen. Und wir gehen jetzt mal kurz hier zu Dakota Smith. Ist eine Fixerin, ich glaube, die hat zwar nicht wirklich was für uns zu sagen. Aber mal schauen, weil ich glaube, man kann hier bloß hin, wenn man eigentlich alle Aufträge erledigt hat, die für sie ja wichtig sind. Hi. Do I know you? Nee, kenn uns nicht. Yes? Talk to me. Tell me about the Badlands. Not much going on out here, huh? Au contraire, if you use your eyes and ears. This is an ecosystem. Nomads, Raff and Shiv, corporations and drifters, they form a complete whole. Remove one part, the delicate balance topples. Okay. Ja. Wie vermutet, kann man hier noch nicht viel machen. Denn sie hat ja hier irgendwie, was sind's? 9 Aufträge für uns. Ich glaube, wenn wir die abgeschossen haben, können wir wieder zu ihr gehen und dann gibt es vielleicht eine größere Belohnung als nur Money. Aber vorerst raube ich euch mal ein bisschen aus hier, ne? Hab bestimmt nichts dagegen. Daher würde ich sagen, fahren wir gleich weiter. Das andere Ziel, was ich hier habe, ist Cyberpsycho. Oh Mann. Das Auto hat zum Glück Waffen. Vielleicht können wir die irgendwie schlau einsetzen dabei. Cyberpsycho-Attacke, das Haus auf dem Hügel. Findet den Cyberpsycho. Hey, wie? Ich habe erfahren, dass sich ein Veteran zu Hause verbarrikadiert hat. Die Nachbarn haben Schüsse gehört. Könnte ein Cyberpsycho sein. Sieh dir das an und halt mich auf dem Laufenden, okay? Und sieh dir lieber deine Wanderschuhe an. Der Weg hoch zum Haus ist ziemlich steil und von hier unten sieht man nicht viel, aber es klingt, wär's was Großes. Geht's hier irgendwo rein? Da ist ein Tor. Und da ist eine Drohne. Kann man hier durch? Huhuhuhu, was war das? Das Auto explodiert gleich. Die scheiß Drohne. Ja. Nice. Das war's dann wohl mit dem Auto und unserem Fortbewegungsmittel. Aber die Drohne ist auch weg. What? Shit. Wir haben ein Problem. Da ist irgendwie noch ein Geschütz. Der Typ weicht allen Schüssen aus.
Und da ist noch ein zweites Geschütz. Und da kommt noch eine Drohne. Holy moly. Kurzschluss. Shit, falsche Taste. Was sollen die scheiß Geschütze, Mann? Ne, wollte ich nicht. Wie zum Teufel kriegen wir den weg? Vielleicht soll ich ihn versuchen? Überhitzen. Junge, Junge, Junge! Optik Neustart. Optik Neustart. Was auch mit dem Geschütz? Junge. Speichern. Der Typ hatte was drauf. Ich wusste es. Es ist passiert. Sie haben uns doch erwischt. Ich hatte gerade meinen neuen Netrunner-Stuhl getestet und ein kurzer Moment der Ablenkung hat schon gereicht. Ich muss alles zu weit aufgedreht haben. Das Raster ist durchgebrannt, die Spulen rausgeflogen. Als meine Frau nachsehen wollte, was passiert ist, ging alles auf einmal hoch. Ich wusste, dass das eines Tages passieren würde. Ich habe alles getan, um sie zu schützen, aber sie waren einfach immer so unvorsichtig. So etwas passiert eben, wenn man nie zuhört. Dann wird man in Stücke gerissen. Ich dachte, ich wäre auf das Schlimmste vorbereitet gewesen. Aber nichts hätte mich für so ein Blutbad wappnen können. Und das alles, wo ich kurz davor stand, uns völlige Sicherheit zu garantieren. Dieses Eis hätte uns vor Vektorangriffen geschützt. Da erwischen die uns. Wenn sie doch bloß drin geblieben wären, dann könnte ich sie noch beschützen. Was bringen mir diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen denn jetzt noch? Jetzt ist es mir auch scheißegal. Sollen die sich doch mit mir anlegen. Ich werde mich wehren und diese Schwarmintelligenzwichser mit in den Tod reißen. Die werden es noch bereuen, dass sie sich jemals mit Sam Milton angelegt haben. Na kommt schon, ihr Drecksäcke. Ich warte auf euch. Hast du gut gemacht, würde ich sagen. Hast du gut gemacht. Netrunner-Stuhl, Russell Green, wie Sell Everything. Ich brauche neue Magnetspulen für den Netrunner-Stuhl, den ich vor einer Woche bei euch gekauft habe. So wie er jetzt ist, hat er mein Raster kurz geschlossen. Vielleicht hätte ich das Ding bei euch testen sollen. Wenn der euer System verschmort hätte, würdet ihr vielleicht den Leuten nicht so einen Müll verkaufen. Chum, du hast einen Fernsehsessel gekauft. Nur ein totaler Vollidiot würde sich damit ins Netz einklinken wollen. Die Tech stammt praktisch aus der Steinzeit. Vergiss die Spulen und trenn die Verbindung, bevor du dir ein
dein bisschen Hirn rausbringst. Das ist kein Spielzeug für Möchtegern-Runner. Nimm dir das mal zu Herzen und mach dich nächstes Mal vorher schlau, bevor du es kaufst. Die Tatsache, dass ihr das nicht reparieren könnt, zeigt doch bloß, was für inkompetente Stümper ihr seid. Mir doch egal, dann repariere ich das halt selber. Ihr habt gerade einen Kunden verloren und ihr bekommt so schnell auch keinen neuen mehr. Weil ich allen Leuten erzählen werde, wie absolut scheiße Visual Everything ist. Sorgfältig lesen. Amanda Nelson. Ein gewisser Konzern betrat eines Nachts das Netz. Als es plötzlich eine Störung gab und ihm ein roter Dämon erschien, der sagte, morgen um Mitternacht wirst du tot sein. Der Konzerner nahm die Bedrohung nicht ernst und schlief friedlich, nachdem er das Netz verlassen hatte. Am nächsten Tag ging er zur Arbeit und kam nach Hause und nichts Schlimmes war ihm widerfahren. Doch als seine Tochter ihn am nächsten Morgen aufwecken wollte, waren seine optischen Implantate herausgebrannt worden. Sein ganzer Körper war versenkt und in zwei Teile geschnitten. Wenn du diese E-Mail-Kette unterbrichst, komm, ernsthaft. Sie haben gewonnen. Okay, auch wieder irgend so eine Scheiße. Kettennachricht, Spam-Mail. Natasha Green. Keine Reaktion, kein Puls. Kleidung zu Hause. Lässt vermuten, dass das Opfer hier gewohnt hat. Von großkalibrigen Munition getroffen. Wahrscheinlich vom Geschützturm. War das seine Mutter? Wahrscheinlich. Komm nicht her, das bringt eh nichts, Russell. Er hat völlig den Verstand verloren. Es ist hier nicht mehr sicher. Ich versuche ja, verständnisvoll zu sein. Ich weiß, was er durchgemacht hat. Ich habe sogar unseren Sohn dafür ausgeschimpft, dass er so selbstsüchtig war und fliehen wollte. Mittlerweile weiß ich, dass er recht hatte. Fliehen ist die einzige Lösung. Ich kann überhaupt nicht mehr normal mit Russell reden. Letzte Woche hat er überall neue Minen verteilt und vergessen, mir Bescheid zu sagen. Wenn ich nur einen falschen Schritt gemacht hätte, wäre ich in die Luft geflogen. Dieses Haus fühlt sich langsam an wie ein Gefängnis, wobei man in einem Gefängnis wenigstens weiß, was einen erwartet. Aber hier... Peter Green. Das Gleiche. Der hat nichts dabei. Okay, das war dann wohl als eine Mine am Hauseingang. Muss ich ein bisschen aufpassen, wo ich hintritt. Gasrot explosiv. Ich mache das übrigens eigentlich nur, um ein bisschen XP auch zu farmen. Ich hoffe, das stört niemanden. Noch ein Gasrohr. Sonst gibt es hier draußen nichts mehr. Ein Zugangspunkt. Okay, Kleidung. Für ein bisschen Money zu scheffeln. Sieht zwar kaputt aus, aber egal. Geht trotzdem noch. Eigentlich hätte ich da noch... Naja. Netrunner. Okay, jetzt mal... schauen, wie es drin aussieht. Okay, können wir nicht hinein? Sieht nicht so aus.
Hindränger gibt's auch nicht. Und auf dem Dach war ja auch nichts. Okay, dann war's das hier wohl. Schicke Regina eine Nachricht. Die Cyber-Psycho-Attacke auf dem Hügel. Der Mann ist tot. Bei seiner Security-Paranoia muss er eine interessante Vergangenheit haben. Hat versucht, sich ein eigenes Eis zu basteln und stattdessen einen kurzen fabriziert. Die Familie kam nach draußen gerannt, um nachzusehen, was los ist. Das Sicherheitssystem hat sie ausgelöst. Und dann ist er durchgedreht. Echt traurig. Der arme Idiot hatte solche Angst, dass jemand ihn umlegt, dass er sein Haus von oben bis unten mit Fahnen versetzt hat. Dummerweise ist ausgerechnet seine Familie reingelaufen. Für den Typen gab es eh keine Hoffnung mehr. Aber es ist echt schade um die Familie. Ja, da sagst du was. Haus abgeschlossen. Mama Wells. Wir müssen reden. Wann hat sie das geschrieben? Anything interesting happening in the area? Interesting. Around here. Not one single thing. That's why the kids, they join gangs. No jobs. No future. And where they end up? Behind bars. Or in the ground. This neighborhood died a long time ago. Gotta go. Nichts Besonderes. Ah, wir können mal unser neues Fahrzeug ausprobieren. Wenn es denn irgendwo kommen würde. Bin ich zu weit entfernt von der Straße? So, der richtigen Straße. Gibt's hier was? Nö. Irgendwie kann ich kein Auto mehr rufen. Komisch. Oder muss ich das zuerst abholen? Naja gut, wir sehen das gleich, was da abgeht. Ich würde sagen, das war's erstmal wieder von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.